So, da sieht man jetzt schon den Zahnstein und die Errötung des Zahnfleisches. Man sieht, wie das Zahnfleisch sich langsam zurückbildet und vom Zahnstein verdrängt wird. Die Rötungen fallen auf und insgesamt sollte man hier schon mal eine Reinigung durchführen. Ja, hier sehen wir den Sammy. Der Sammy ist jetzt in einer Kurznarkose. Wir können die einzelnen Zähne schön sehen. Wie ich gesagt habe, Schneidezahn, Eckzahn. Und hier beginnen der Backenzähne mit dem Reißzahn. Und der Zahnstein wird deutlich. Ne? Und die Rötung des Zahnfleisches, besonders am Eckzahn. Brauchst du? Ich kann mal kurz hier mit diesem Auto auf den Rücken. Ja, moin moin, hallo, willkommen bei Dr. Phil. Heute geht es um das Thema, wie erkenne ich denn, ob mein Hund Zahnstein hat? Zahnstein ist eigentlich ein alltägliches Thema in der Tierarztpraxis. Eddie, lass das mal sein. Ja, du bist ganz lieb, ne? Du bist auch belohnt. Wie fällt es uns als erstes auf? Erstmal, der Hund hat einen Mundgeruch. Ja? Manche schieben das aufs Futter, aber am Zahnstein sammeln sich Bakterien an, die zur Entzündung führen und das riecht man dann einfach. Und ja, wie entsteht der Zahnstein oder was ist der Zahnstein? Als erstes sieht man erstmal ja, so gelbliche Ablagerungen auf den Zähnen, erstmal nur am Eckzahn, da fällt das besonders auf, so wie hier zum Beispiel beim Eddie. Das ist jetzt hier unser Eckzahn, ne? Und da sieht man schon diese gelblichen Ablagerungen. Das ist hier ein beginnender Zahnstein, ne? Und weiter nach hinten guckt der normale Besitzer ja gar nicht. Das ist der Reißzahn hier, einer der Reißzähne. Da ist auch schon Zahnstein zu erkennen. Hier, ja. Glücklicherweise haben wir natürlich heute wieder ein Modell. Eddie, das ist unser Modell. Ja, also das ist hier sozusagen das Hundegebiss. Das hat 42 Zähne insgesamt im Ober- und Unterkiefer halt. Das ist der Eckzahn hier vorne. Sind die Schneidezähne und hier sind die Backenzähne. Hier ist der Reißzahn im Unter- und im Oberkiefer. Und so soll eigentlich ein gesundes, sauberes Gebiss aussehen. Quasi ein Fotogebiss gibt es auch beim Hund. Wie das Gebiss nicht aussehen soll, ist nämlich so, ja, ziemlich verfärbt und hier eine ganz
Insgesamt ist hier alles entzündet. Man sieht eine deutliche Rötung des Zahnfleisches und man sieht hier diese braunen Plaques, nämlich das ist unser Zahnstein. Und der Zahnstein, der wird ja durch die Mineralien, der Zahnstein wird ja durch die Mineralien aus dem Speichel gebildet und aus Futterresten. Und diese Mischung ergibt dann sozusagen ein Zement, der sich dann hier an die Zähne, also an den Zähnen festsetzt. Und dann haben wir das große Problem, dass zwischen den Zähnen und dem Zahnfleisch, dass da sich der Zahnstein durchschiebt. Ja, dann haben wir quasi, es öffnet sich quasi das Zahnfleisch wird nach außen verdrängt und zwischen Zahn und Zahnfleisch drängt dann der Zahnstein nach unten und damit auch Bakterien. Und diese Bakterien verursachen eine Entzündung. Zusätzlich kommt es zur Parodontose, nämlich einer Zahnfleischrückbildung. Und das kennen wir alle, wenn wir Eis essen oder so und wir spüren einmal ganz kalte oder wenn wir warme Mahlzeiten essen und es ist ganz heiß, dann merken, dann haben wir eine Parodontose, nämlich dann ist nämlich ein Teil des Zahns hier freigelegt. Das Zahnfleisch ist zurückgebildet und wir sind einfach näher am Nerv dran und wir sind deutlich sensibler, als wir eigentlich sein wollen. Ja? Gut, so sieht also ein Zahnstein aus hier bei den Backenzähnen, der zu einer Zahnfleischentzündung geführt hat und dann auch noch zu einer Parodontose. Und ja, es wird ja nicht lange dauern und dann fallen die Zähne aus. Also das Mäulchen, der hat auf jeden Fall Mundgeruch hier, unser Henry. Ne? Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass das Gebiss unseres Hundes eigentlich ein Leben lang so aussieht? Da kommt als erstes mal die Prophylaxe. Ja? Das Beste, was man machen kann, ist tatsächlich die Zähne putzen. Ja? Täglich. Wenn wir schon alle 5-6 Tage nur putzen, dann haben eigentlich wissenschaftliche Studien gezeigt, dass das nicht ausreicht. Jetzt hat nicht jeder Besitzer Lust und Zeit, jeden Tag die Zähne bei seinem Hund zu waschen oder zu bürsten. Und jeder Hund lässt das auch nicht mit sich machen. Also wenn ich das von klein auf geübt habe mit meinem Hund, dann klappt das sicher. Aber ganz ehrlich, also ich bürste meinem Hund auch nicht jeden Tag die Zähne. Was machen wir jetzt außer Zähne putzen? Können wir natürlich ja so Kausticks geben, Dentalsticks, die dafür sorgen, dass eine gewisse Reibung entsteht und meine Zähne gesäubert werden. Ja? Es gibt alles. Also die Leute haben oder die Industrie hat alles entwickelt dafür. Eigentlich muss jeder so sehen, wie er es am besten hält, wie er seine eigene Erfahrung gemacht hat. Der Eddie, der kriegt ab und zu mal so einen Dentalstick und dann hält sich der Zahnstein auf jeden Fall im Rahmen. Ne? Wenn das jetzt so aussieht, also dass wir einen hochgradigen Zahnstein haben und dass wir auch diese Rötung hier haben am Zahnfleisch, ja, dann würde ich auf jeden Fall mal den Tierarzt aufsuchen, weil das hier tut ganz doll weh und das ist hier eine beginnende Zahnfleischentzündung und die muss behandelt werden. Als erstes muss ich erstmal dafür sorgen, dass ich mit dem Ultraschallreiniger diese ganzen Zähnchen hier schön sauber mache. Und hier muss ich den Zahnstein halt entfernen. Ne? Und das geht allerdings nur in einer kleinen Narkose, weil sonst ist das zu gefährlich, wenn ich mit dem Ultraschallreiniger jetzt ins Mäulchen gehe und da ist ja eine Spitze dran, der Hund bewegt sich, also das aus Sicherheitsgründen macht man das halt in Narkose. Dann hat man Zeit und Ruhe und kann sich alles ganz genau angucken. Und so kann man auch die beste Versorgung der Zähne halt durchführen, ja. Ja, es kommt häufig bei kleinen Hunderassen vor, dass im hinteren Backenzahnbereich der Zahnstein vermehrt ist. Also da sollte man immer mal reingucken. Wenn ihr den Hund regelmäßig vorstellt, dann guckt der Tierarzt immer mal ins Mäulchen. Ja, das ist es eigentlich. Also Zahnstein ist kein schwieriges Thema und kann man auch bekämpfen. Ne? Also man kann das vorbeugen, indem man es ordentlich putzt und einfach ab und zu mal kontrolliert. Und wenn der Hund halt öfter Zahnstein hat, dann sollte man wirklich einmal im Jahr den Zahnstein wegmachen lassen. Ja? Und dann kann eigentlich nichts schief gehen.